A1.2. Kreuzen Sie an, um wie viel Prozent das Volumen des Würfels A, B, C, D, E, F, G, H größer ist als das Volumen der einbeschriebenen Pyramide A, D, H, I, S. So, zuerst schreiben wir uns mal die Volumenformeln auf, um das vergleichen zu können. Das Volumen einer Pyramide ist laut Formelsammlung auf Seite 37 ein Drittel mal Grundfläche mal die Höhe. So, und für einen Würfel gilt nur Grundfläche mal Höhe. Okay, wenn wir das vergleichen, dann stellen wir jetzt fest, ja, das Pyramidenvolumen ist ein Drittel mal so groß, das heißt, der Würfel ist dreimal so groß im Volumen wie die Pyramide. So, jetzt müssen wir uns aber nochmal auf die Aufgabe stürzen, weil hier heißt es ja, um wie viel Prozent ist das Volumen größer als das der Pyramide. Wir müssen also von der Pyramide ausgehen und uns überlegen, das sind 100%. So, wenn der Würfel jetzt dreimal so groß ist, entspricht es 300%. Jetzt steht hier aber nicht, wie groß der Würfel ist, sondern um wie viel Prozent ist er größer. Also nehmen wir die 300% des Würfels, ziehen davon die 100% der Pyramide ab und um so viel ist er größer. Also ist Antwort 5, 200% richtig.